bei uns in Münster, ich kann mich erinnern, hinterm Hauptbahnhof, da waren so die marokkanischen Drogendealer. Die hatten mit Religion nichts zu tun, aber wenn du den Propheten beleidigt hast, hat er dir kein Kokain mehr verkauft. Also sowas. Du denkst, was interessiert dich die Religion? Nein. Aber Allah und sein Prophet, da war die Grenze.